Na los. Udina legt die Beweise des Quarianers dem Rat vor. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Sie wollten einen Beweis. Hier ist er. Dieser Beweis ist unwiderlegbar, Botschafter. Saren verliert seinen Status als Spectre. Und es werden alle Anstrengungen unternommen, um ihn für seine Verbrechen zu bestrafen. Ich erkenne die andere Stimme, die mit Saren spricht. Matriarchin Benesia. Wer ist sie? Matriarchinnen sind mächtige Asari, die letzte Phase ihres Lebens erreicht haben. Sie werden für ihre Weisheit und ihre Erfahrung verehrt und dienen meinem Volk als Führer und Mentor. Matriarchin Benesia ist eine mächtige Biotin und sie hatte viele Anhänger. Sie wird Saren eine wunderbare Verbündete sein. Ich interessiere mich mehr für die Reaper. Was wissen wir über sie? Nur das, was wir aus dem Geth-Speicherkern herausfiltern konnten. Die Reaper sind eine uralte Maschinenrasse, die Proteaner ausrottete. Und dann sind sie verschwunden. Die Geth glauben, Reaper sind Götter und Saren ist der Prophet für ihre Rückkehr. Wir glauben, die Röhre ist der Schlüssel, der sie zurückbringt. Saren sucht gerade danach, deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Wissen wir überhaupt, was diese Röhre ist? Saren glaubt, sie kann die Reaper zurückbringen. Das ist schlimm genug. Hören Sie sich doch einmal zu. Saren will die Maschinen zurückbringen, die einmal alles Leben in der Galaxie vernichtet haben? Das ist unmöglich. Muss es sein. Wo sind die Reaper hin? Wo sind sie hin verschwunden? Warum haben wir keine Spuren entdeckt, die auf ihre Existenz hindeuten? Wären sie echt, hätten wir irgendwas gefunden. Ich habe versucht, sie vor Saren zu warnen. Und sie wollten der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen. Machen Sie nicht den gleichen Fehler. Das ist anders. Sie haben bewiesen, dass Saren den Rat betrogen hat. Wir sind uns alle einig, dass er die Geth benutzt, um nach der Röhre zu suchen, aber wir wissen nicht, warum. Die Reaper sind offensichtlich nur ein Mythos, Commander. Eine willkommene Lüge, um Sarens wahre Absichten zu verdecken. Eine Legende, die er dafür benutzt, die Geth gefügig zu machen. Vor 50.000 Jahren vernichteten die Reaper die gesamte galaktische Zivilisation. Wenn Saren die Röhre findet, wird es wieder passieren. Saren ist ein verräterischer Agent, der um sein Leben rennt. Er besitzt nicht mehr die Rechte oder Ressourcen eines Spectres. Der Rat hat ihm seine Position entzogen. Das reicht nicht. Sie wissen, dass er sich irgendwo in der Traverse versteckt hält. Schicken Sie Ihre Flotte rein. Eine Flotte kann nicht einen einzigen Mann aufspüren. Eine Zitadellflotte könnte die ganze Region sichern. Halten Sie die Geth davon ab, noch mehr unserer Kolonien anzugreifen. Oder es könnte einen Krieg mit den Terminus-Systemen auslösen. Wir lassen uns doch nicht in eine galaktische Konfrontation hineinziehen, nur wegen ein paar Dutzend menschlicher Kolonien. Immer wenn die Menschheit Sie um Hilfe bittet, ignorieren Sie uns. Shepard hat recht. Ich habe diesen Rat satt und seine antihumanen Botschafter! Es gibt noch eine andere Lösung. Ein Weg, Saren aufzuhalten, der keine Flotten oder Armeen erfordert. Nein, es ist zu früh. Die Menschheit ist noch nicht für die Verantwortung bereit, die das Beitreten bei den Spectre mit sich bringt. Sie müssen keine Flotte in die Traverse schicken und der Botschafter kriegt seinen menschlichen Spectre. Alle sind glücklich. Commander Shepard, vortreten. Der Rat hat entschieden, Ihnen alle Befugnisse und Privilegien der Zitadellabteilung Special Tactics and Reconnaissance zu verleihen. Spectres werden nicht ausgebildet, sondern auserwählt. Individuen, die sich im Dienst und Kampf unter Beweis gestellt haben. Die durch ihre Handlungen und Taten über den Rang hinausgewachsen sind. Spectre sind ein Ideal, ein Symbol. Die Verkörperung von Mut, Willenskraft und Selbstvertrauen. Sie sind die rechte Hand des Rats, Instrumente unseres Willens. Spectre tragen eine große Bürde.
Sie sind die Beschützer des galaktischen Friedens, zugleich unsere erste und letzte Verteidigungslinie. Die Sicherheit der Galaxie liegt in Ihren Händen. Sie sind der erste menschliche Spectre, Commander. Das ist eine große Errungenschaft für Sie und Ihre gesamte Spezies. Ich bin geehrt, Ratsherr. Wir schicken Sie in die Traverse, wo Sie Saren verfolgen. Er ist vor dem Gesetz auf der Flucht. Sie sind also befugt, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um ihn festzunehmen oder zu töten. Eine Ahnung, wo ich ihn finden kann? Wir werden alle relevanten Daten an Botschafter Udina weiterleiten. Dieses Ratstreffen wird vertagt. Meinen Glückwunsch, Commander. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns, Shepard. Wir werden ein Schiff, eine Crew und Vorräte brauchen. Sie haben jetzt Zugang zu speziellen Ausrüstungs- und Trainingseinrichtungen. Sie sollten jetzt zur Citadel-Sicherheitsakademie gehen und mit dem Spectre-Ausrüstungsofficer sprechen. Anderson, folgen Sie mir. Ich brauche Ihre Hilfe, um alles hier aufzubauen. Ich dachte, der Botschafter wäre etwas dankbarer. Er hat Ihnen noch nicht einmal gedankt. Solange ich Saren nicht finde, habe ich gar nichts geschafft. Los! Bin direkt hinter Ihnen, Commander. Vor 300 Jahren vertrieben die Geth mein Volk ins Exil. Wir baten den Rat, diese Androiden auszulöschen, aber er ignorierte unsere Bitten. Vielleicht wären wir jetzt nicht hier, wenn sie auf uns gehört hätten. Nein, ich warte darauf mit einem der Botschafter. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer neuen Position als erster menschlicher Spectre-Commander. Sie werden Ihre Sache ganz sicher gut machen. Ich weiß das zu schätzen. Mein Name ist Admiral Kahoku. Es ist höchste Zeit, dass die Allianz einen unserer Leute als Spectre abstellt. Wir brauchen Leute wie Sie, die sich um unsere Probleme kümmern. Was für Probleme, Admiral? Ich werde von bürokratischen Arschlöchern festgenagelt. Nichts Neues. Vielleicht können Sie mir helfen, Shepard. Eines meiner Aufklärungsteams sollte seltsame Aktivitäten in der Traverse untersuchen. Wir haben gestern den Kontakt verloren. Und jetzt bekomme ich keine Genehmigung für eine Untersuchung, weil es auf einmal Sperrgebiet ist. Aber das gilt nicht für Sie, Shepard. Spectres können überall hingehen. Sie könnten herausfinden, warum der Kontakt zu meinem Team abgerissen ist. Ich finde Sie, Admiral. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich hatte keine andere Option mehr. Ich werde hierbleiben und versuchen, durch die offiziellen Kanäle etwas herauszufinden. Allerdings mache ich mir diesbezüglich keine Illusionen. Ich werde die letzten Standortdaten meines Teams auf Ihr Schiff hochladen. Vielleicht finden Sie etwas heraus. Hoffentlich geht es ihm gut. Ich habe gerade Pause. Reden Sie mit jemand anderem, wenn Sie was brauchen. Mir geht im Moment zu viel durch den Kopf. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Vielleicht können Sie es. Sie sind Soldat, nicht wahr? Waren Sie schon mal in der Traverse? Die Traverse ist ein unangenehmes Gebiet. Wir haben uns eine Weile dort aufgehalten. Mein Bruder ist Captain auf einem Schiff namens Majesty. Es flog vor einigen Tagen durch die Traverse und verschwand dann. Es war plötzlich einfach weg. Normalerweise kann es nur zwei Gründe dafür geben, dass sie massive technische Probleme haben oder angegriffen wurden. Haben Sie eine Ahnung, warum jemand sie angreifen sollte? Plünderer, Sklavenhändler, Söldner, die auf leichte Beute aus sind. In der Traverse treibt sich ein übles Pack herum. Ich werde meinen Bruder nicht aufgeben, noch nicht. Ich habe die Koordinaten der letzten Übertragung seines Schiffes. Was für ein Schiff war es? Lassen Sie sich nicht von seinem Namen täuschen. Die Majesty ist nur ein kleines Handelsschiff mit einer Handvoll Leuten als Besatzung. Aber er hat dafür gesorgt, dass sie immer gut in Schuss ist. Ich bezweifle, dass technische Probleme der Grund sind. Aber sie haben keinerlei echte Waffen oder Schilde. Die Majesty ist leichte Beute für jeden, der es darauf anlegt. Was springt dabei für mich raus? Ich kann es mir leider nicht leisten, sie zu bezahlen. Wenn ich genug Geld hätte, wäre schon längst ein Bergungsteam unterwegs, um ihn zu suchen. Vielleicht könnten Sie mir einen persönlichen Gefallen tun und sich darum kümmern. Untersucht den Vorfall denn niemand?
Mein Bruder ist nur ein kleiner, unabhängiger Händler. Schiffe wie seins verschwinden ständig in der Traverse. Wenn Ihr Bruder noch lebt, werde ich ihn finden. Geben Sie mir die Koordinaten. Ich werde sie sofort an Ihr Schiff übermitteln. Bitte geben Sie mir Bescheid, wenn Sie ihn gefunden haben. Wir haben versucht, organische Umgebungen für unsere Flottille zu gestalten. Aber wir haben einfach nicht genug Platz für etwas so Großes. Kommt es denn oft vor, dass Menschen Frauen an vorderster Front kämpfen, Chief Williams? Ich weiß, dass salarianische Frauen nicht beim Militär dienen. Es kommt immer häufiger vor, aber es hat eine Weile gedauert zu beweisen, dass Damen mit einem Sturmgewehr oder einer Schrotflinte umgehen können. Bei der Flottille gibt es den Luxus des Sexismus nicht. Wir brauchen die besten Leute, die für den Job verfügbar sind. Das klingt gut, aber ich glaube, ich könnte mich nicht an die Uniform gewöhnen.